Und viele Kinder beneiden ihre Freunde und Freundinnen um diesen Vater, der immer für gute Stimmung sorgt und mit dem es einfach Spaß macht zu spielen, der viele Ideen hat, der kreativ ist. Es ist immer eine Show, auch für andere dort zuzuschauen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Impulsvideo. Heute möchte ich kurz über den sanguinischen Vater sprechen. Der Sanguiniker gehört zu den vier Temperamenten und ist ein Mensch, dem es wichtig ist, in der Freude zu sein, der wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte flattert, immer wieder das Neues entdecken möchte, Abwechslung braucht und auch gerne im Mittelpunkt steht, eine Bühne hat. Viele Schauspieler sind zum Beispiel auch Sanguiniker. Und der Aspekt des Vaters beim Sanguiniker, also es hängt immer davon ab, natürlich, wie lebt man den Sanguiniker? Es gibt ja auch, die meisten sind ja Mischtypen, aber ich bleibe jetzt mal beim sanguinischen Anteil. Und ist dieser Sanguiniker ein unreifer Sanguiniker oder hat er schon einen höheren Reifegrad erreicht? Grundsätzlich sind Sanguiniker Eltern oder Väter, ich möchte jetzt auf den Vater eingehen, ist ein sanguinischer Mann ein Vater, der gern mit seinen Kindern spielt, der mit ihnen Abenteuer erlebt. Aber da er ja immer eine Bühne braucht, wird er der Piraten, der Oberpirat sein in dem auf dem Piratenschiff, das sie jetzt gerade spielen. Also er wird immer der Mittelpunkt der Szene sein, in der er aber mitspielt und tatsächlich zu einem Kind wird. Und viele Kinder beneiden ihre Freunde und Freundinnen um diesen Vater, der immer für gute Stimmung sorgt und mit dem es einfach Spaß macht zu spielen, der viele Ideen hat, der kreativ ist. Es ist immer eine Show, auch für andere dort zuzuschauen. Und es wird auch dieser Mann sein, der alle Kinder herumwirbelt und vielleicht auch teilweise übertrieben in die Höhe schaukelt, wo andere vielleicht schon in Sorge geraten, ob das gut geht, der sie motiviert, auf die höchsten Bäume zu klettern, der natürlich mitklettert. Also ein sanguiniker Vater sorgt für Spaß, sorgt für gute Stimmung, für Freude, wenn er es schafft, pünktlich nach Hause zu kommen. Also es kann natürlich sein, da er immer der Freude folgt, dass auf dem Weg nach Hause von der Arbeit zum Beispiel er einem alten Kollegen begegnet und es wird doch schnell etwas trinken gegangen oder er hat noch irgendwas anderes Interessantes entdeckt, sodass er zu spät kommen könnte. Also er könnte, manche könnten vielleicht nicht so zuverlässig sein oder sich verspäten. Was er aber tun wird, wenn die Kinder schon schlafen, sie trotzdem noch einmal wecken und vielleicht noch einmal eine lustige Geschichte mit ihnen spielen. Was der Sanguinika-Vater nicht so gerne mag, ist Verantwortung übernehmen. Dies wird er im Normalfall lieber der Partnerin überlassen, für die Grenzen zu sorgen, für die Richtlinien, für die Erziehung generell, zu Elternsprechtagen zu gehen. Also auf der einen Seite sehr viel Spaß, sehr viel Freude kann man erleben mit dem Sanguiniker-Vater. Auf der anderen Seite kann er nicht so gut Grenzen setzen. Seine Freiheit ist ihm so wichtig und die möchte er auch den Kindern schenken. Doch Kinder brauchen selbstverständlich liebevolle Grenzen, weil sie ihnen auch Sicherheit geben und das Spiel mit dem Sanguiniker oder also der Sanguiniker-Vater wird sich eher schwer tun, den Kindern diese Grenzen zu setzen. Ja, und wenn du dich für mehr interessierst in der Typenlehre, wie schaut's aus, wenn jemand mein Arbeitskollege ist, mein Kind oder ein Elternteil oder was auch immer, dann besuch mich gerne auf einem Seminar. Ich verlinke euch die aktuellen Veranstaltungen unter dem Video. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Mel.